Schönen guten Abend. Es ist Freitag, es ist 18 Uhr, Zeit für ein neues Insta-Live. Und wie sich das momentan gehört, wünsche ich natürlich erstmal ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich freue mich sehr auf alle Begegnungen hier auf Insta, aber vor allem, sobald man es wieder darf, dann natürlich auch live in Farbe und möglichst persönlich. Wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Ein Jahr, in dem uns Corona auch weiterhin beschäftigen wird. Und deshalb wird es auch heute natürlich darum gehen, was macht Corona vor allem im Bereich Bildung und Betreuung. Wir hatten heute wieder den Landtag, Sondersitzung. Und ich freue mich sehr, dass gleich mein Kollege Stefan Fulst-Bley zu uns dazukommen wird. Er wird sich dann gleich selber zuschalten. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und er wird ganz sicherlich viel Spannendes zu erzählen haben. Er ist ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Bildung geht. Und wir haben heute auch im Landtag wieder erlebt, dass es ein Thema ist, das die Menschen beschäftigt. Bildung und Betreuung ist ein Schlüsselthema, gerade auch für uns als SPD. Und wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten hoffentlich gute Rahmenbedingungen zusammen schaffen werden. Herr Stefan Fulst-Bley wird dann natürlich auch für sämtliche eurer Fragen zur Verfügung stellen. Die dürft ihr dann gerne in die Kommentare geben. Und jetzt bin ich gespannt, ob es ihm gelingt, sich dazu zu schalten. Ich glaube, für den Stefan ist das eine Premiere, was Insta Live betrifft. Ich kann euch noch erzählen, dass uns heute im Landtag im Rahmen dieser Sondersitzung zu den neuen Corona-Verordnungen auch die Frage beschäftigt hat, was gilt denn nun in dieser sogenannten Plus-1-Regel? Ihr wisst, es heißt, ein Haushalt darf sich noch mit einer weiteren Person treffen. Wir haben auch aufgrund unserer Initiative heute dafür gesorgt, dass zusätzlich Kinder unter 14 Jahren dazukommen dürfen und dass sie nicht mitgezählt werden. Und ich freue mich, dass der Stefan jetzt schon zusieht und jetzt sich dazu schaltet. Und jetzt holen wir den Stefan. Und dann müsste sich dieser Bildschirm auf magische Art und Weise gleich teilen. Und dann können wir den... Da ist er. Lieber Wunderbar. Stefan. Hi, ein servus. Traum. Ich grüße Es funktioniert. Dich. Das Ihr hört mich einigermaßen. Super. Wir hören dich, wir sehen dich und das sind allerbeste Voraussetzungen, dass wir beide miteinander sprechen. Na, wunderbar. Schön, dass das geklappt. Ja, es freut mich auch sehr, dass du die Zeit nimmst. Wir hatten heute schon eine spannende Sitzung. Wir waren heute schon gemeinsam in Stuttgart zugange. Du hast sogar mal wieder richtig hart gearbeitet, hast noch eine Rede im Plenum gehabt und bist glücklicherweise pünktlich zurück in dein schönes Mannheim gekommen. Und jetzt reden wir ein bisschen drüber. Über Bildung in Zeiten von Corona, ein Thema, das unglaublich viele Menschen beschäftigt, weil es auch viele Kontroversen gibt und weil wir auch als SPD immer wieder auf gewisse Versäumnisse des Kultusministeriums hinweisen. Aber das ist mir gleich vorab wichtig. Wir sind nicht so die klassische Opposition, die nur draufhaut, sondern wir haben ja auch von Anfang an eigene Konzepte entwickelt. Und ich glaube, da können wir heute uns ein bisschen drüber unterhalten. Aber zunächst, Stefan, darf ich dir sagen, die Ankündigung, dass wir beide uns heute unterhalten, hat dazu geführt, dass ich eine Nachricht bekommen habe, wo ich gefragt wurde, ob du heute auch rappen wirst. Die guten alten Zeiten. Ja, vielleicht magst du mich geschwind aufklären, warum bekomme ich Anfragen, ob du rappst? Weil Gott, offensichtlich, ich weiß nicht, wenn du es nur nicht kennst, also du kannst irgendwo in den Tiefen meiner Website, sofern es meine Mitarbeiter nicht irgendwo schon vergraben haben, gibt es in der Tat noch ein Rap-Video. Wir haben vor, nein, ich meine, dieser Wahlkampf dieses Mal ist ja völlig gaga, weil du irgendwie denkst, alles digital und ich will endlich raus an die Leute. Aber generell in normalen Zeiten musst du auch immer überlegen, wie machst du Aufmerksamkeit? Und ich hatte so eine wirklich schräge Idee vor 5,5 Jahren. Ich hätte gerne meinen eigenen Rap-Song produziert, wo jeder Stadtteil meines Wahlkreises genannt wird und dann Begriffe Solidarität, Kampf gegen Rechts und so. Und war eigentlich nur ein Gag gedacht für meine Nominierungskonferenz. Aber wir haben das wirklich gemacht und ich habe gesagt, ich möchte einen einzigen Satz selbst, also einen Teil da selber singen oder rappen. So gut ist meine Stimme jetzt auch nicht. Und die zwei jungen Rapper, die das gemacht haben, das lief fantastisch. Und lange Rede, kurzer Sinn. 200.000 Abrufe innerhalb kürzester Zeit. Das Ding ist so durch die Decke gegangen. Also wir waren völlig fassungslos. Naja. Kurz vor goldener Schallplatte. Ja. Mannheimer Gangster-Rap heute auf Insta Live. Leider nicht. Dafür sind die Themen zu ernst. Aber ja. Stefan, du, das war vielleicht... aber auch in der Tat, du, das war auch genau das, das muss man wirklich sagen. Also ja. Ich meine, es ist halt bei uns auch Schluss mit lustig, mit AfD-Direktmandat. Deswegen haben wir gesagt, so gerne ich manchmal auch den Kasper mache, aber die Zeiten sind jetzt echt zu ernst und unser Thema Corona heute, Bildung etc., das ist halt wirklich, ist nicht zum Rappen. Also ja. Auch wenn Eisenmann einen elenden Cha-Cha-Cha macht mit vorne, hinten, links, rechts und die Leute nur noch durcheinander hingucken. Ja, die
Gangsterübersetzung für Iron Man wäre ja Iron Man, aber da kommen wir jetzt gleich auf ganz, ganz seltsame Pfade. Für diejenigen, die dich nicht kennen, Stefan, ich habe ja das Vergnügen, jetzt seit 2 Jahren auch mit dir in der Landtagsfraktion zusammenarbeiten zu dürfen, deshalb kenne ich dich schon ein bisschen. Aber vielleicht für diejenigen, die jetzt auch aus der Esslinger Ecke zuschauen und Mannheim jetzt nicht ganz so auf dem Schirm haben, wie lange bist du denn schon im Landtag? 2011. Überraschend, weil ich hatte es nicht geplant, aber ich musste damals einspringen. Und du bist unser bildungspolitischer Sprecher. Wie wird man das und warum bist du das? Ach Gott, wie wird man das? Ich hoffe, dass ich mich nicht ganz so doof angestellt habe. Nein, es ist natürlich, man braucht eine gewisse Fachkompetenz. Ich bin ja Fraktionsvorsitzender im Mannheimer Gemeinderat für die SPD vorher auch gewesen, habe damals auch schon das Thema Bildung gemacht und bin von meinem Hintergrund, das wird sonst also zu lang, Realschule, zweiter Bildungsweg, Abitur, eine Ausbildung gemacht, vorher noch bei der Sparkasse und dann Wirtschaftspädagogik studiert. Lehrerfahrung gemacht, die so fürchterlich war in der Schule, dass ich gesagt habe, gehe ich nicht hin. Da war ich bei der Gewerkschaft gewesen und bin dann später aber doch ins Referendariat noch und habe nebenberuflich noch promoviert, die ganze Zeit eigentlich bildungsspezifische Themen gemacht. Und wo ich dann in den Landtag gekommen bin, hatte ich dann das Glück, dass ich auch gleich in den Bildungsausschuss durfte. Das ist ja doch ein relativ ja, heftiges Gremium, um es mal so zu sagen. Anscheinend mich nicht so doof angestellt. Und dann hat man nach einem Jahr mich gefragt, auch mein Vorgänger Christoph Bayer, den ich bis heute sehr, sehr schätze, hat mich dann gefragt gehabt, willst du rein und die Position übernehmen? Von daher ist es ein Fulltime-Job, das ist keine Frage, aber Ja. natürlich als Landespolitiker ein extrem spannender Job. Absolut. Und wenn du gerade ansprichst, du kommst aus der Praxis, deshalb kennst du auch verschiedene Seiten, hast noch beste Kontakte auch in die Praxis. Wir haben ja schon sehr, sehr früh das krisenfeste Klassenzimmer als SPD-Landtagsfraktion auf den Weg gebracht. Kannst du uns vielleicht nochmal geschwind sagen, was da unsere Kernelemente waren und wie wir draufgekommen sind, überhaupt das krisenfeste Klassenzimmer selber ins Leben zu rufen? Ja, gut, es war im Grunde, sagen wir mal, eine Zeit, es lief in sehr, sehr großen Teilen ja auch direkt über meinen Schreibtisch und dann natürlich klar in Absprache mit Andreas Stoch, der nicht nur mein Fraktionsvorsitzender ist, sondern einfach oder unser, sondern einfach auch eine extrem gute Fachkompetenz und Vernetzung hat. Und von daher ist es dann zum Schluss auch eine Gemeinschaftsarbeit gewesen. Aber es war wirklich, entstanden ist das Ende Mai, Anfang Juni, weil wir damals schon und ich auch damals schon für mich diskutiert habe und das auch im Bildungsausschuss angesprochen habe. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das Schuljahr 2019, 20, das zweite Halbjahr ein Stück weit abhaken. Da geht es wirklich nur noch darum, Kinder und Jugendliche wieder an die Schulen heranzuführen, ein bisschen Vertrauen aufzubauen, natürlich die Prüfungen sauber durchzuführen. Wobei die Schulabgänger ja damals zumindest noch in der Phase vor dem Corona-Lockdown eigentlich von der Zeit her eine saubere Vorbereitung gehabt haben müssten. Das haben ja auch viele bestätigt. Aber es war einfach klar, ich habe damals auch schon Frau Eisenmann im Mai gesagt gehabt, wenden Sie Ihren Blick jetzt in den Herbst. Wir müssen gucken, dass wir im Grunde jetzt die Zeit nutzen, um uns bis dahin krisensicher, krisenfest aufzustellen. Weil viele Sachen lagen im Argen, das wussten wir. Ich mache Frau Eisenmann noch keinen Vorwurf, was die Pandemie angeht, aber das kann keiner. Aber ich muss ihr einen Vorwurf machen, dass viele Sachen einfach verschlafen worden sind. Man hätte im Bereich Digitalisierung mehr machen müssen. Man hätte das Thema Luftfilter angehen müssen, prüfen müssen auf Herz und Nieren. Man hätte vor allen Dingen Konzepte erarbeiten müssen. Und das haben wir damals schon gefordert. Also sorry, das ist mehr als ein halbes Jahr her, dass wir gesagt haben, denkt über Wechselunterricht nach. Das Schlimmste ist doch wirklich, wenn man die Schulen komplett dicht macht und keine Alternativen parat hat. Es muss was anderes geben als dieses binäre Denken von Frau Eisenmann. Schule auf, Schule zu. Ich bin auch für Präsenzunterricht. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann müssen wir über Fernunterricht reden oder jetzt auch Andreas Stoch ja diese Woche einen Vorschlagstoß gemacht hat in Richtung Wechselunterricht. Das sind jetzt nur ein paar Sachen. Wir können gerne da noch vertiefen, aber ich will jetzt nicht zu sehr am Anfang alle zuplakatieren. Ja, aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, Stefan, dass wir gleich von vornherein sagen, wenn wir auch jetzt von Schule reden und von Bildung reden, wir denken die Kitas immer mit. Für uns als Abs SPD sind die Kitas die erste Bildungseinrichtung. Und nur ein kleiner Einschub, übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir für gebührenfreie Kitas eintreten, weil Bildung muss bei uns kostenfrei sein und für jeden niedrigschwellig zugänglich sein. Und deshalb denken wir Kitas immer mit, auch wenn wir jetzt vielleicht über Schulen, Grundschulen, Lehrerinnen und Lehrer reden. Wir haben auch die Erzieherinnen und Erzieher im Blick, genauso wie wir die Kitas im Blick haben. Nee, absolut. Und wir haben auch deswegen ja heute in unserem Entschließungsantrag ausdrücklich auch wieder angetriggert und gestern in der Fraktion diskutiert, das Thema Gebührenfreistellung jetzt. Also wir sind sowieso als SPD für gebührenfreie Kitas und das muss jetzt in der Krisensituation, ähnlich beim ersten Lockdown, müssen wir darüber reden, wie wir jetzt auch da die Familien wieder entlasten können. Und absolut, das Thema Digitalisierung haben wir auch ja massiv gefahren und das ist auch so ein Beispiel, weil da kamen auch die ersten Stimmen, die gesagt haben, denkt die Kitas mit, die haben nichts so
viel von Digitalisierung, sind aber extrem wichtig einfach für die Sozialisierung für die Kinder. Wenn wir zu den Schulen zurückkommen, Stefan, wenn wir uns jetzt anschauen, was momentan wir erleben, dieses Hin und Her, und wir haben vor Weihnachten mal richtigerweise gesagt, es erinnert so ein bisschen an ihr Kinderlein kommet oder ihr Kinderlein geht oder ihr Kinderlein bleibet, was auch immer. Ich glaube, dass das eine der größten Baustellen ist. Ich glaube, einer der größten Vorwürfe, den man der Landesregierung auch machen muss, ist dieses Hin und Her, dass Eltern, und da weiß ich jetzt auch, wovon ich rede, eben eigentlich von Woche zu Woche nicht wissen, woran sie sind. Würdest du das genauso sehen? Ich ärgere mich maßlos, das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch Frau Eisenmann, weil es ist ja nicht die ganze Zeit, dass wir nur Wahlkampf machen und man wäscht sich ja auch nicht die Hintergrund. Wir haben, und das unterstelle ich auch den Kolleginnen und Kollegen bei der CDU und selbst Frau Eisenmann, ein Interesse, dass die Kinder, dass die Schule, dass die Kitas, dass das gut funktioniert. Wo wir eine völlig unterschiedliche Auffassung haben, ist die Art und Weise, von wie Organisation ablaufen muss. Ich habe Frau Eisenmann auch im persönlichen Gespräch im Juli noch ausdrücklich gebeten, denken Sie bitte daran, gerade die Kolleginnen und Kollegen, also jetzt mal unter uns, die sind teilweise echt fertig und Knülle gewesen. Und ihr habt gesagt, so früh wie möglich die Informationen rausgeben. Und man kann sich viel, also vieles auch denken, was da im September war. Und da hatten wir noch nicht mal diesen Pandemieverlauf wie dann ab Oktober, der mich nicht überrascht hat. Und was mich maßlos geärgert hat, das weiß ich noch, weil ich da gerade auch mal bei meinem Sohn in Stuttgart, der da studiert, und wir hatten die Studentenbude, waren gerade am Ausräumen und plötzlich geht bei mir das Telefon los. Der ist da umgezogen. Geht das Telefon los und die WhatsApp steht nicht mehr still. Was ist los? Ja, Frau Eisenmann, stellen Sie sich vor, hat gerade jetzt eben 18:30 Uhr uns als Schulleitungen Freitag vor dem Montagsschulbeginn mitgeteilt, was wir bitte an Auflagen zu erfüllen haben, wie wir das zu machen haben. Das ist Zufall, dass die Leute da reingeguckt haben. Natürlich war eine riesen Empörungswelle. Und wenn du das nimmst mit also Schulleitungen, insbesondere die schon vor den Sommerferien echt Knülle waren, ja, die dann in den Sommerferien gesagt bekommen haben, wir machen dieses Lernbrückenprogramm, was sowieso nicht ausreichend war, aber da war kein Hausmeister da, der hat aufgeschlossen die Schulleitungen oftmals. Das heißt, da waren auch keine richtigen Ferien. Und die dann, sagen wir mal, sowieso schon mit so einer, mit so einer also Unlockerheit sozusagen ins Schuljahr starten sollen. Und dann kriegen die noch nicht mal rechtzeitig Informationen. Ich habe mich also ungeheuer aufgeregt. Ich habe auch Frau Eisenmann direkt gesagt, Sie verheizen Menschen, das geht so nicht. Ja, und ich glaube, das zieht sich leider so ein bisschen durch, auch durch die letzten Monate. Wir sitzen immer alle vor den Fernsehern, warten ab, was die Ministerpräsidentinnenkonferenz und so an neuen Beschlüssen liefert. Dann kriegt man vorab in der Zeitung das ein oder andere Statement um die Ohren gehauen. Und am Ende wird dann die Hälfte davon doch wieder einkassiert. Und am Ende geht es uns ja allen tatsächlich um eins, jetzt mal unabhängig von Politik. Wir wollen ja Akzeptanz und wir wollen ja gemeinsam gut durch diese Pandemie durchkommen und wollen da insbesondere die Kinder und Jugendlichen im Blick behalten. Auch der Hinweis ist mir noch wichtig. Die verhalten sich nämlich unglaublich solidarisch. Wir haben ganz, ganz großartige junge Menschen, die ja unter dieser Pandemie auch massiv zu leiden haben, was ihren Alltag betrifft. Und es gibt gerade für junge Menschen ja wenig, das wichtiger wäre, als rauszugehen, Party zu machen, frei zu sein. Und die verhalten sich solidarisch, um andere Menschen zu schützen. Und die erlebst du übrigens nicht bei irgendwelchen Querdenker-Demos, sondern die sind tatsächlich auch so vernünftig, sich so zu verhalten, wie wir das gerade erleben. Und umso wichtiger ist es, dass wir da genau hinschauen. Nee, absolut. Also ich sage mal, ich habe auch das, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, also das, was natürlich auch Politiker, Familie, Umkreis etc., also das ist absolut bewundernswert. Also ich sage mal, die Kinder und Jugendlichen machen uns in Teilen da die geringsten Probleme. Also ich sage mal, die Querdenker und sonstige, entschuldige den harten Ausdruck, Dappschädel, aber ich muss es einfach so sagen, weil ich mittlerweile echt kein Verständnis mehr habe. Da sind oftmals echt wirklich andere Altersgruppen. Und klar, natürlich gibt es da auch frustrierende Situationen. Ich war beim bundesweiten Vorlesetag dann doch an der Grundschule. Wir haben dreimal nachgefragt, weil man will sich auch nicht aufdrücken. Und umgekehrt war es mir natürlich auch wichtig, nicht so einen Termin abzusagen, weil du als, ich kann ja nicht verlangen von den Kolleginnen und Kollegen, dort täglich den Einsatz zu machen und dann sagen, naja, Corona lieber nicht. Was bedrückend war, war, dass die gesamte vierte Klasse da bereits dann einen Tag vorher in Quarantäne geschickt worden ist. Ich habe dann über iPad vorgelesen und das fand ich einerseits total frustrierend, aber auch goldig zu sehen, wie die dann trotzdem die Kinder engagiert mit dabei waren. Und du hast auch gesehen, dass zumindest diese Schule es geschafft hat, auch sag mal, eben mit iPad als Medium damit zu arbeiten. Das kann kein Präsenzunterricht also ersetzen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich fand das trotzdem mutmachend zu sehen, einfach wie die ganz jungen Menschen da einfach die Situation angenommen haben und auch wirklich damit gehandhabt haben.
Und da bin ich dann, das ist dann, sorry, auch der Werbeblock sicherlich. Ich finde das klasse an der Stelle, dass Saskia Esken dafür gesorgt hat, dass wir die Millionen bekommen haben, um überhaupt die Schulen wirklich mit diesen iPad-Geräten auch ausstatten zu können. Da hat sich da im Land ja überhaupt nichts getan vorher ohne den Impuls. Ja, also ich glaube, der Hinweis ist nochmal wichtig. Wir werden ja in den nächsten Wochen zunehmend auch damit konfrontiert sein, dass man uns bei allem Wahlkampf unterstellt. Natürlich machen wir alle auch auf irgendeine Form darauf aufmerksam, wer welches Angebot hat. Dafür gibt es Wahlkämpfe, dafür gibt es unterschiedliche Parteien. Aber es ging uns von Anfang an tatsächlich um die Sache und vor allem um die Kinder und Jugendlichen, von denen wir hier gerade reden. Das Thema Wechselunterricht ist, glaube ich, ein wichtiges. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Kannst du uns beschreiben, wie da unsere Konzeption dafür aussehen würde? Was bedeutet Wechselunterricht? Also Wechselunterricht bedeutet erstmal, dass ich eben Präsenzphasen in der Schule abwechsle mit Phasen außerhalb der Schule. Man kann jetzt einerseits entweder über ein digitales Format dann am zweiten Tag reden. Also es gibt erstmal prinzipiell die Frage, eine Woche in der Schule, eine Woche außerhalb der Schule. Wir sind jetzt mittlerweile mit GEW und Landeselternbeirat ja diesen Montag mit Andreas Stoch auch mit dem konkretisierteren Vorschlag gegangen, dass wir die täglichen Wechsel haben wollen. Jetzt kommt's. Dieser Wechsel soll dann aber nicht stattfinden, dass wir dann den zweiten Tag sozusagen von zu Hause Unterricht in Fernunterricht machen. Wenn es die Pandemielage nicht anders zulässt, werden wir sicherlich auch darüber reden müssen. Aber unser Konzeptvorschlag sagt, in anderen Räumlichkeiten Betreuung durch pädagogiknahe Fachkräfte. Das sind pädagogische Assistenten, das können Referendare sein. Ich habe heute Morgen eine Mail bekommen von einer Freundin, die gesagt hat, ey, meine Tochter ist im Studium, die wird das ungeheuer gerne machen. Das heißt, könnten damit nämlich auch die Betreuungssituation in den Griff kriegen. Und warum diese Aufsplittung? Die Aufsplittung würde uns einfach die Möglichkeit geben, die Abstandsregeln, die Pandemieregeln einfach konsequenter umzusetzen. Und dann könnten wir wirklich gewährleisten, unter höherer Sicherheit für die Kolleginnen, aber auch für die Kinder und ihre Familien, eben eine Präsenzunterricht und der zweite Unterricht dann also in einem zweiten Betreuungstag, wo aber eben nachgearbeitet werden kann. Und Mut macht mir in dem Kontext auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe, jetzt aus dem privaten Umfeld wie aus der Politik, dass dieses Wechselformat, das auf Wochenbasis ja vor den Sommerferien stattgefunden hat, zwar nicht optimal, aber doch auch nicht so schlecht lief. Und viele auch gesagt haben, diese Kleingruppen haben auch wirklich geholfen, um eben nachzuholen, manches auch einfach zu flankieren, besser zu vertiefen, etc. Und das halten wir für die deutlich bessere Variante als jetzt eben dieses An-Aus-Dogma von Frau Eisenmann. Ich glaube wirklich, dieser Wechselunterricht, das ist ein besseres, deutlich besseres Modell. Und Nikolas, jetzt kommt der Frust, weil warum zum Teufel, also sorry, wir schreiben jetzt den wievielten haben wir heute, den 8. Januar. Das hätte vorbereitet sein müssen seit Juni, seit Juli hätten die Papiere wirklich in den Schubladen sein müssen und jetzt hätte man sie in dieser Lage ziehen können und sollen und müssen, weil natürlich Räumlichkeiten, wir sagen, geht zu den Gemeinden, geht zu den Vereinen, da gibt es Räumlichkeiten, die sind dankbar, wenn sie auch eine Zusatzeinnahme haben. Das schaffst du auch nicht über Nacht. Und das ist das, wo ich echt frustriert bin und sage einfach, Mensch, Frau Eisenmann, da sind Chancen verschlafen worden. Ich glaube, du hast es vorhin geschwind angesprochen. Ganz wichtig wäre ja, dass man auch mal so eine gewisse Verlässlichkeit reinbringt. So ein Wenn-Dann-Plan. Also, dass man nicht das Gefühl hat, wir hecheln uns irgendwie von Woche zu Woche und von Spitzentreffen zu Spitzentreffen, sondern dass man einfach mal gerade auch den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern und vor allem den Kids sagt, passt auf, wenn diese und jene Situation eintritt, wenn wir diese und jene Inzidenz haben, dann können wir mit diesem oder jenem reagieren. Ich glaube, das fehlt momentan ja leider auch. Zumindest kann man den Eindruck gewinnen, es gibt entweder nur Vollgas oder Vollbremsung. Naja, und wir haben ja heute wir haben es ja beide erlebt im Landtag, ne? Also ich meine, unsere Hauptkritik war ja eben, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Was heißt denn das? Ab welcher Inzidenz? Was habt ihr denn vor? Und wir haben ja vom Ministerpräsidenten auch keine konkrete Antwort gekriegt. Aber das ist wirklich etwas, was die Schulleitungen auch wirklich unter Druck setzt, ne? Weil, wie du sagst, hot, man weiß es nicht, auf was kann ich mich einstellen? Und das hätte alles eigentlich schon längst sauber vorbereitet gehört und auch mit klarer Ansage. Und dann hätten wir auch nicht diese wirkliche Verunsicherung, wie ich sie zurzeit in den Schulen feststellen muss. Ja, ich weise nur noch mal darauf hin, man kann dir und uns natürlich jederzeit gerne auch Meinungen, Kommentare, Fragen, die auftauchen sollten, während unseres Gesprächs über die Kommentare zukommen lassen. Wir schauen da beide immer mit einem Auge drauf und wenn dann irgendwelche Fragen kommen sollten, gehen wir da auch gerne drauf ein. Du hast jetzt gerade angesprochen, das Thema Wechselunterricht. Wo hätten wir noch Stellschrauben?
an denen wir drehen können, weil wichtig ist nochmal der Hinweis, wir sind nicht gegen Präsenzunterricht. Ganz im Nein, Gegenteil. nein, nein, absolut nicht. Aber wir wollen eben keinen Ausmechanismus, sondern wir wollen im Grunde, sagen wir, abgestufte Möglichkeiten, die mehr reagieren und ziehen können, je nach Pandemielage. Dazu gehört dann im Zweifelsfall auch der Fernunterricht, weil ich weiß nicht, ob ich es dir heute erzählt habe. Ich habe ja Freunde in Irland, ich habe in Irland studiert. Das, was mir Sorgen macht, diese neue Corona-Mutation, die rollt gerade Irland auf, aus will ich keinem Angst machen. Was die Ansteckung angeht. Das will ich keinem Angst machen. Aber das heißt doch im Klartext, wir müssen eben auch neben unserem Wechselunterrichtsmodell auch eben das Thema Fernunterricht im Auge haben. Und auch hier sind wir zwar finanziell weitergekommen, Geräte sind in Teilen da, wo wir aber noch nicht weitergekommen sind, ausreichend ist das Thema WLAN, ist das Thema Breitbandausrüstung. Hier hätte meines Erachtens eben auch das Kultusministerium die Kommunen nicht alleine lassen dürfen, sonst wirklich Sorge zu tragen, im Grunde ein Qualitätsversprechen abzugeben, dass also wir haben es im Juni schon gefordert, dass man im September, im Oktober, und die Pandemie war absehbar, der zweite Lockdown, den wir jetzt haben, dass bis dahin die Schulen mit einem Mindeststandard ausgesetzt sind. Und dann gibt es ja sowas Berühmtes wie die Medienentwicklungspläne. Und auch da haben wir gesagt, ja, es ist gut, wenn man Qualität hat und wenn man einen Plan hat, damit nicht Geld einfach rausgeschmissen wird. Aber wir haben gesagt, ihr nehmt doch dieses zurück, dass das die Voraussetzung ist, um auch die Mittel zu bekommen, sondern sagt, die Basisausstattung, WLAN und Leitungen, das muss in jedem Fall Entwicklungsplan hin oder her, da muss das Geld sofort laufen, da müssen sofort die Investitionen laufen, die Arbeiten stattfinden, damit einfach, sagen wir mal, die Schulen da sauber aufgestellt sind. Und wir können jetzt, ohne dass es hoffentlich zu lang wird, aber auch das ganze Thema Datenschutz. Da sind viele Hausaufgaben nicht gemacht worden. Also mit welchen Tools kann ich wie arbeiten? Big Blue Button funktioniert auch so leidlich. Das ist ja auch so ein Konferenztool, das ich jetzt die Woche auch mal länger mitgenutzt habe. Also naja, geht so, um es mal so zu sagen. Ich bin froh, dass wir es haben, weil das ist datenschutzrechtlich abgesichert. Aber wo es echt hakt, ist, Ella, sagt dir noch was? Ja, die Da war das mal was, ganze ne? Thema Ja, digitale genau. Bildungsplattform, da gibt es Bildungsplattform macht richtig Spaß gerade. Vor allen Dingen im großartig. letzten Bildungsausschuss hat Frau Eisenmann dann völlig gefühlslos mitgeteilt, ja, der Modellversuch läuft, aber übrigens, du darfst raten, wann kommen die Ergebnisse? Nicht vor dem 14. März. Na, so ein Zufall. Nein, sie hat Ja. sogar konkret gesagt, Ende März wahrscheinlich. Also wir haben uns nur noch angeguckt, wo ich echt dachte, also so dreist musste echt mal drauf sein. Also sich wirklich hinzustellen und zu sagen, wir sind die Schönsten und die Tollsten. Die Bildungsplattform, der letzte Versuch hat bereits über 10 Millionen Euro an Schaden verursacht. 87 Seiten hat der Rechnungshof belegt, dass Frau Eisenmann da überhaupt kein Projektmanagement, keine Steuerung gemacht hat. Und der jetzige Versuch kommt erstmal viel zu spät, weil man übrigens auch ein halbes Jahr versemmelt hat mit einer völlig unzureichenden Datenschutzfolgeerklärung. Also es ist unglaublich. Und da muss ich wirklich sagen, also jemand, der nicht in der Lage ist, ein Kultusministerium Jetzt höre ich dich leider nicht mehr. Ich sehe dich. So, Ja, ich ich höre kriege dich hier noch. lauter Jetzt bist Sachen du von wieder wegen da. Un Verbindung unterbrochen. Ist gut, sorry. Ja, in Nein, Mannheim also ist das auch so eine Sache mit dem schnellen Internet offensichtlich, ja? ey, das ist fantastisch. Willkommen in Deutschland im 21. Jahrhundert. Mein afghanischer Nachbar sagt immer, Kabul ist besser, aber ich habe es noch nicht Ja, nachgeprüft. wir haben gerade den Kommentar bekommen, die technische Ausstattung in den Klassenzimmern lässt auch zu wünschen übrig. Und jetzt, wie du weißt, war ich ja 12 Jahre lang Bürgermeister. Ich glaube tatsächlich, dass wir da auch ein unglaubliches Ungleichgewicht bei uns im Land haben. In der Gemeinde, in der ich war, haben wir einen Schulstandort für 8 Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Da war in der letzten Besenkammer ein Anschluss für ein schnelles Internet, um ganz flexibel alle Räume nutzen zu können. Super. Aber tatsächlich sind wir auch, was die Schulausstattung grundsätzlich betrifft, schon vor Corona, glaube ich, auf einem Weg, wo wir gucken müssen, dass wir als Land da die Kommune nicht im Regen stehen lassen. Nein, und wir werden da weiterhin Geld in die Hand nehmen müssen. Also deswegen bin ich da auch wirklich Saskia Esken sehr, sehr dankbar, weil dieses Paket, die erste 500-Millionen-Tranche, jetzt schnelle Ausstattung an digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler. Jetzt die letzte 500-Millionen-Tranche, wo auch das Thema Administration endlich angegangen wird. Und auch hier, das muss ich wirklich halt sagen, wir haben 2016, bevor die Regierung übergeben war, hatten wir noch mit Kultusminister Andreas Stoch die Multimedia-Empfehlungen fertig.
Die waren in der Schublade. Und da hat man sich nicht drum gekümmert, weil man nämlich sich zu lange gedrückt hat um die Frage, was müssen wir den Kommunen bezahlen? Und ich habe von Anfang an auch gesagt, Leute, das ist so eine Mammutaufgabe, das werden die Kommunen alleine nicht stemmen können. Ja? Und auch das, diese geringe Geschwindigkeit beim digitalen Ausbau, bei der Infrastruktur, bei eben den Klassenzimmern, diese unterschiedlichen Standards. Ich meine, ihr habt jetzt Glück gehabt, dass ihr einen tollen Bürgermeister hattet, der da ein Auge drauf hattet. Ja? Aber wir müssen das landesweit halt eben gewährleisten, dass man da wirklich funktionierendes WLAN haben, Endgeräte, weiß ich was, Dokumentenkameras, Beamer, also einfach willkommen im 21. Jahrhundert endlich mit unseren Schulen. Und da ist wirklich viel, viel Zeit ins Land gegangen. Bildungsplattform, dieses Desaster ist dann nur ein Baustein. Das Schlimme ist halt nur, es hat uns dann wirklich, also die Probleme, die Versäumnisse vom Vor-Corona, die haben uns natürlich jetzt massivst eingeholt. Ja. Stefan, wir haben jetzt die beiden Punkte angesprochen: Wechselunterricht, wir haben die Digitalisierung angesprochen. Was für Baustellen haben wir denn noch, an denen wir, wenn wir jetzt das Kultusministerium hätten und man uns fragt, was würdet ihr denn anders machen? Was wäre es denn, was wir anders machen würden? Also, was mir sehr auf der Seele brennt, es müssen jetzt endlich auch mal Konsequenzen kommen zu dieser Aussage von wegen, die Bildungsschere geht weiter auseinander. Weil das ist nicht nur das Thema Präsenzunterricht. Wir werden im Grunde auch nach der Wahl sehr, sehr schnell handeln müssen und dann überlegen, wie gehen wir denn jetzt mit der jetzigen Situation nach Corona, dann hoffentlich, wenn das mit den Impfungen gut läuft und alles. Und wir jetzt mal sagen, dass vielleicht ab 21, 22 langsam wieder Normalität an unseren Schulen ist, dann werden wir meines Erachtens darüber reden müssen und auch auch vereinbaren müssen, wie gehen wir mit der Situation um. Wir haben bereits im Juni gefordert, wir brauchen ein Landesnachhilfeprogramm. Lasst uns Schulen dezentrale Budgets zur Verfügung stellen, wo sie dann auch Nachhilfeleistungen zusätzlich bei Volkshochschulen, zertifizierten Instituten einkaufen können. Und wer das für eine Utopie hält, das macht Mannheim seit über 10 Jahren. Da heißt das MAUS, Mannheimer Unterstützungs System Schule. Und andere Großstädte haben dem Beispiel sich angeschlossen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und auch jetzt in der Pandemiezeit mit dem klaren Fokus Deutsch, Mathe, Fremdsprachen. Also da wirklich in die Kernfächer dort Unterstützungsleistung. Das auch vor dem Hintergrund, dass wir eben auch immer noch einen Lehrermangel haben, auch den schon vor der Corona-Zeit deutlich spürbar. Und das fällt mir, also das ist mir ein ganz großes sozialdemokratisches Anliegen, auch dass ich sage, wir dürfen die Kinder nicht vernachlässigen und die wenig. Also es gibt halt eine ganze Reihe an Eltern, die eben nicht die finanziellen Mittel haben. Und da so ein dezentrales Budget ist absolut notwendig. Wir werden weiter, das ist meines Erachtens notwendig, auch darüber reden müssen, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Bildungsplan? Wie holen wir entweder das auf, was jetzt versäumt wurde? Ist das Nachhilfeprogramm da ausreichend? Müssen wir gucken. Oder müssen wir darüber reden, dass wir auch sagen, es gibt eben A- und B-Bildungsinhalte und wir sagen einfach, das A ist absolut zu machen und das B müssen wir sehen, wie wir das vermitteln können. Und dann hat das auch Konsequenzen für die Prüfung. Und wenn eben jetzt manche aus der Kolleginnen und Kollegen der CDU sich hinstellen und sagen, naja, deswegen sagen wir ja, es muss nur das Kerncurriculum unterrichtet werden. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu fachlich werde, aber dann ist es ein bisschen eine Lebenslüge. Also Kerncurriculum heißt so 3/4 des Stoffes ist ja sowieso Pflicht und der Rest ist sowieso irgendwie Kür. Es gibt Schulen, die haben ja schon lange vor der Pandemie gesagt, wir sind gerade mal in der Lage, dieses Kerncurriculum zu vermitteln. Das heißt also, wir müssen da den Kolleginnen und Kollegen einfach eine klare Ansage geben und das muss zentral kommen, vom Kultusministerium vorbereitet. Welche Inhalte in Zukunft, was vernachlässigen wir ein bisschen, wie werden die Prüfungen angepasst und, und. Man merkt, wie so oft, du bist mit Herzblut dabei, wenn es um die Themen Bildung Dankeschön. geht, gerade auch im Land. Es ist auch gut, dass wir dich da haben. Mich würde noch eins interessieren, Stefan. Tut dir Frau Eisenmann manchmal leid? Ich erzähle euch mal eine Anekdote, die habe ich noch nie erzählt. Ich habe ja, also Punkt 1, ich bin ja von einem CDUler erzogen worden. Das war mein Realschulrektor und der hat immer gesagt, Stefan, im Parlament wird hart gestritten und danach gehen wir zusammen auch mal einer trinken. Die Botschaft war dann, der politische Gegner verdient auch einen Respekt, nie wieder Weimar. Ja, und Nationalsozialismus. Das war jetzt die AfD sehr. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, wirklich zu differenzieren. Werde nicht persönlich, mir geht es um eine inhaltliche Kritik. Aber die Anekdote ist, dass ich mal zum Landtag gegangen bin und tatsächlich Frau Eisenmann alleine mal angetroffen habe. Da saß sie vor dem Landtag bei einem Cappuccino. Und dann habe ich gesagt, nein, mal wirklich Pause geschafft? Hat sie gemeint, ja, 5 Minuten.
habe ich gesagt, ja, das ist schon heftig. Hat sie gesagt, ja, Vorsicht bei der Berufswahl. Hm. Also in diesem Moment hatte ich tatsächlich mal ein gewisses Mitleid, aber es stimmt einfach. Ich meine, wer diesen Job macht, der weiß, ein Kultusminister in Baden-Württemberg, Müntefering würde sagen, nach dem Papst fast das schönste, zweitschönste Amt oder drittschönste, aber natürlich auch das anspruchsvollste. Nur wenn man es macht, muss man es richtig machen. Und da bin ich einfach, sag mal, ich habe mit Andreas Stoch einen Kultusminister gehabt, der wirklich systematisch den Laden aufgestellt hat, abgearbeitet hat, die Leute mitgenommen hat, Wertschätzung vermittelt hat. Und das ist schon vor Corona einer meiner Hauptkritikpunkte an Frau Eisenmann gewesen. Jedes Mal, wenn ich das Thema Wertschätzung, dass die Kolleginnen und Kollegen Wertschätzung brauchen, in den Mund genommen habe, hatte ich einen sicheren Applaus in jeder Personalversammlung. Also da wird sie wirklich mal in sich gehen müssen. An der Stelle hält sich dann mein Mitleid im Raum. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir haben mit dem Thema Bildung ein zentrales Thema, das das Land beschäftigt, wo wir auch die Kompetenz als Land Baden-Württemberg haben. Die Bildungshoheit der Länder gehört tatsächlich zu unseren absoluten Kernaufgaben. Und da haben wir jemanden an der Spitze mit dem Andi Stoch, der weiß, von was er redet, der auch bewiesen hat, dass er es kann. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und uns geht es so, Stefan, wir gucken, dass wir weitermachen. Man könnte sich mit dir stundenlang weiter unterhalten. Ich versuche bei Dankeschön. Insta Live nie länger als 30 Minuten zu werden, weil die Versuchung immer groß ist, stundenlang weiterzumachen. Aber ich glaube, das Angebot kann gerne herzlich rausgehen. Jeder, der das auch im Nachhinein anschaut, was wir miteinander besprochen haben und Fragen hat, soll sich an mich wenden, soll sich an dich wenden. Schaut euch an, was wir zum Thema krisenfestes Klassenzimmer veröffentlicht haben als SPD auf unseren diversen Homepages. Da kann man konkret sehen, wie wir versuchen, diese Pandemie so zu gestalten und welche Vorschläge wir haben, dass die Kinder genau das bekommen, was sie verdienen, nämlich bestmögliche Bildung auch in schwierigen Zeiten. Das verbindet uns Sozialdemokraten nämlich, dass Bildung der Schlüssel ist, nicht nur für persönlichen Erfolg, sondern auch für sowas wie Zufriedenheit im Leben. Und das ist wiederum das allerbeste Mittel gegen all die, die sich so an den Rändern rumtummeln, glaube ich. Absolut. So machen wir das, lieber Stefan. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Wir haben ja nächste Woche schon wieder gemeinsam Klausur. Wir sehen uns. Bleibe engagiert, bleibe gesund, bleibe fröhlich und danke für deine Zeit. Nick, auf jeden Fall kann ich gerne zurückgeben. Du auch, bleibe engagiert und unterwegs mit deinem Mobil. Ich beobachte das auch von der Mannheimer Ferne, weil wir haben es ja heute davon gehabt. Es ist echt traurig, dass wir alles irgendwie so virtuell machen müssen. Aber wir tun da unser Bestes. Und toi, toi, toi nach Esslingen, bleibt mir alle gesund. Und es macht Spaß. Ich freue mich darauf, wenn ich da mal wieder vorbeikommen darf, in den guten neuen Zeiten dann. Das wird ganz, ganz dringend notwendig sein. Und eins verspreche ich dir jetzt schon, Stefan, sobald du mich mal persönlich in Esslingen besuchen kommst, sorge ich dafür, dass du auch mal einen gescheiten Fußballschal in deinen Hintergrund bekommst. Bis die Tage, mein Lieber. Macht's Mach's gut. gut. Ciao. Ciao.